Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Meine Sache. Also, mehr keine Sorge, das soll jetzt auch nichts Albernes werden, aber auch nichts Weltbewegendes. Und ich dachte, ich mache auch mal so ein paar kleine Beiträge, einfach nur, wo ich mal meinen Senf ablasse zu dem einen oder anderen Thema. Ist auch, wie gesagt, soll jetzt nichts hochgradig Politisches werden oder so, sondern einfach mal, bis jetzt habe ich mich noch nicht festgelegt auf irgendwas. Zu Beginn dachte ich einfach mal, ich mache so ein Thema, was mir gerade wieder frisch auf dem Tisch lag und vielleicht sehen es sogar einige so da im Hintergrund. Ich wollte mal ganz kurz auf die Karte des Piri Reis eingehen, oder Piri Reis oder Piri Reis, keine Ahnung, wie man den nun ausspricht genau. Und auf sein berühmtes Machwerk, was man da hinten da so ein bisschen, ja, schön grafisch dargestellt sieht. Und damit wir hier auch nicht über das, oder ich kann eben auch nicht alles auf alles eingehen, was die Karte betrifft. Und dann dachte ich mir halt, erstmal so ein bisschen so einen Grund reinbringen, damit wir alle hier wissen, wovon wir überhaupt reden und von wem wir hier reden. Einmal so ganz grob, einmal alles so ein bisschen, ja, anreißen, so das Ding. Also Piri Reis, der Admiral, ich blende ihn einmal ganz kurz auch ein, für diejenigen, die nicht wissen, wer der gute Mann war. Machen wir auch mal sofort so, zack, das ist dieser gute Mann hier. Ist wohl sogar recht berühmt in der Türkei, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau inwiefern, aber der gehört da wohl richtig so ein bisschen so zur Geschichtsschreibung halt dazu. Also dieser Piri Reis war ein türkischer Kartograf und Admiral in der osmanischen Flotte und lebte von 1470 bis 1554-55. Das ist, ne, wie gesagt, schon recht lange her. Er war Neffe des berühmten Piraten Kemal Reis, der 1501 an eine Karte der westlichen Regionen gelangte, die wiederum von Kolumbus gezeichnet worden sein soll. So sagte es jedenfalls ein gefangener Matrose auf, der mit Kolumbus gesegelt war. Also von daher, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, aber so die Aussage. Aber spricht viel dafür. Diese Karte ist leider heute verschollen, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Der gute Admiral sprach fließend mehrere Sprachen, türkisch eben, griechisch, italienisch, portugiesisch und spanisch und hat eben 1513 dann die wohl berühmteste Karte von ihm bezeichnet, die besteht aus sogenannten Mappamundi, also aus 20 Karten ist die wohl zusammengestellt. Mappamundi bedeutet im Prinzip mittelalterliche Weltkarten und daraus wurde die halt zusammengestellt. Sagt er eben selber, steht da auch am Rand beschrieben. Ich kann dir die Karte auch mal eben einblenden, damit wir alle nun genau wissen, quasi wovon wir reden. Das ist dieses gute Stück. Und hier am Rand, wie man hier eben sieht, aber komme ich ja gleich noch drauf. Also einige dieser Karten, die als Quelle dafür dienen, sollen sogar bis auf die Zeit von Alexander des Großen zurückreichen. Und eben soll auch diese Kolumbus-Karte, die heute als verschollen gilt, soll eben als Quelle gedient haben dafür. Die Sprachkenntnisse vom Admiral Reis waren sicherlich von Vorteil, weswegen er auch eben mit so vielen Quellen, unterschiedlichen Quellen arbeiten konnte. Was auch noch ein großer Vorteil ist wahrscheinlich, dass er nicht direkt dieser Kirche, oder nicht, er unterlag halt nicht dieser kirchlichen Zensur, die halt bei vielen heute betrifft. Interessant ist auch einige Sachen, dass halt hier zum Beispiel, man sieht dort, ja, das sind Mönche, die dort abgebildet sind. Ich weiß nicht, ob man die Karte hier in so einer Auflösung ist, dass man das vernünftig sehen kann. Kommt man sonst gleich nochmal drauf. Also es scheint halt auch, dass er Zugang einfach zu Quellen gehabt hat, die aus westlichen oder nordischen Kulturen, wie auch immer, Gebieten stammt. Also die Quellen und einige dieser Karten, die er als Quellen benutzt, benennt er auch namentlich. Was ebenfalls sicherlich ein sehr interessanter Fakt ist, da es diese Karten heute eben nicht mehr gibt. Geschrieben ist diese Karte übrigens auf Kamelhaut. Für diejenigen, die es interessiert, ist es nicht irgendwie Papier oder sowas. Dieses Kartenstück hier, was man hier sieht, hat eine Größe von 60 x 85 cm und ist als Portolankarte erstellt worden. Also sie zeigt eben nautische Informationen an. Es sind eben auch diese, ja, im Vergleich zu anderen Karten, also hier sieht man eben 5 dieser Punkte, sieht man ja, 1, hier ist einer, 1, 2, 3, 4 und hier oben in der Ecke ist noch einer, 5, so, zack, da, 5. Das sind sogenannte, das sind Windrosen, sogenannte Windrosen halt, und diese Linien, die man hier sieht, sind sogenannte Rumbenlinien. Und immer, es gibt halt 16 von diesen Windrosen, die gleichmäßig verteilt sind normalerweise. Und von denen strahlen eben wiederum, ich glaube sogar 16, weiß ich jetzt aber gar nicht genau, dieser Rumpenlinien raus und so weiter.
Interessant eben dabei ist, dass hier keine 16 sind, sondern nur 5 Windrosen. Also es fehlen da offensichtlich 11 Stück. Was auch so ein bisschen zur Optik passt. Also sie sind ja hier sehr kreisförmig angelegt. Und dazu gibt es eigentlich auch was, nicht eigentlich, sondern dazu gibt es schon was Interessantes zu sagen. Und zwar hat eine Fachzeitschrift für Kartengeschichte, Moment, ich rufe das mal auf, das ist jenes Ding hier. Der Fachzeitschrift für Kartengeschichte, also die Cartographica Helvetica, keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird, die hat 2001 einen Artikel veröffentlicht oder gebracht, in dem es eben um die Rekonstruktion der Karte, der Weltkarte des Piri Reis geht. Und hier komme ich nochmal eben zu dem, was ich meinte, mit denen, das wird halt hier drin auch beschrieben. Es werden halt eben ja, Mönche abgebildet und das ist halt, könnte eben ein Beleg dafür sein, dass es halt zu diesen zu nordischen Kulturen oder ähnliches Kontakt gegeben hat oder dass er eben Quellen gehabt hat, Kartenmaterial zum Beispiel von diesen Völkern eben auch. Hier wird eben auch nochmal die Karte gezeigt. Ja, die haben eben eine, und die zeigen eben auch eine Rekonstruktion. Also es ging dabei um die hauptsächliche, wie groß war die Karte tatsächlich. Man stellt eben ganz schnell fest, dass diese Abstände zwischen diesen 5 Punkten hier immer gleichmäßig sind. Es ist ein gleichmäßiger Kreis quasi, der hier gebildet wird. Und es ist halt schon sehr wahrscheinlich, dass es halt weitergeht. Die richtige oder die Originalgröße der Karte haben sie dann auch quasi mal so rekonstruiert, also die Punkte dann getreu weitergeführt, sind hier eingezeichnet, wobei das Kartenzentrum dann eben so ein bisschen so unter Ägypten, also ne, irgendwo da unten, hier ist Ägypten dann, und dann ist das ja irgendwo da unter Ägypten liegt halt, und so groß müsste die Karte im Prinzip gewesen sein. Das ist in etwa, steht hier 1,20 m mal 1,70 m im Original. Wobei man eben festhalten muss, das finde ich relativ interessant oder noch wichtig zu erwähnen, halt, dass dieses Stück hier unten nicht abgerissen ist oder sowas, sondern das muss von Anfang an so gewesen sein. Man sieht es eben, weil er mit der Schrift dem Kartenverlauf der Kamelhaut quasi folgt. Also ist es schon sehr wahrscheinlich, dass das Stück hier nicht abgerissen worden ist. Wobei das hier schon sehr abgerissen aussieht, also diese Kanten hier an der Seite. Also das sieht schon sehr zerrissen aus. Also kann gut sein, dass es, oder sehr wahrscheinlich, dass die Karte tatsächlich eigentlich größer war. Was noch ganz interessant ist, ist dieser rote Punkt hier, den man hier sieht, der auch noch hellrot, also richtig leuchtend rot eingezeichnet ist. Also es sind zwar mehrere rote Punkte, oder hier sieht man auch mal wieder was Rotes, aber das ist schon sehr, ich finde es sehr kräftig rot. Interessant dabei ist eben, dass es diese Landmasse hier nicht gibt. Also es ist ja, und die Karte generell von Piri Reis, die ist jetzt nicht allzu genau. Also man darf das jetzt nicht sehen als eine sehr genaue Karte. Es sind wohl offensichtlich auch Flüsse doppelt. Also ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau. Ich glaube, der Amazonas oder sowas war das, der wohl doppelt irgendwie abgebildet sein soll. Oder sehr wahrscheinlich doppelt abgebildet ist. Und also sie ist halt einfach auch nicht so genau. Man sieht es auch an dem Küstenverlauf von Afrika. Es ist halt nicht so genau, wie man sich das vorstellt. Man muss dazu auch noch sagen, dass es eine, ja, dass das an der Projektionsweise liegt. Also es geht ja immer darum, wie bekomme ich eine runde Erde, die Kuh, also die Rundung, ne, je nach Weltanschauung vielleicht auch mal eine flache. Also wie bekomme ich die Rundung auf eine ebene Fläche übertragen? Also da entstehen ja zwangsläufig Verzerrungen. Und diese Darstellung, die hier verwendet worden ist, nennt sich äquidistante Azimutalprojektion oder flächengetreue Azimutalprojektion. Also je weiter man ins Kartenzentrum geht, was jetzt ja eben, oder was wir wissen, in der Nähe von unter Ägypten liegt, je näher man im Kartenzentrum ist, desto schärfer, desto detaillierter ist die Karte, und je weiter man sich entfernt von der Karte, desto ungenauer wird die Darstellung. Das liegt halt ganz einfach an der Projektionsweise. Finde ich halt da, oder ist vielleicht ganz interessant oder ganz wichtig, auch bei der Darstellungsart zu bedenken. Man kann auch so eine Sachen, oder diese Karten kann man zum Beispiel sehr schwer eigentlich mit Lineal und Zirkel konstruieren, also sicherlich diese Linien selbstverständlich, aber es ist halt nicht ganz so, aber sind schon kompliziertere Dinge. Ja, also meine Meinung dazu, zu dieser Karte, ist eigentlich wie folgt. Also ich finde es hier erstmal ganz interessant, dass sie den
Fallout. Also es wird zu diesem Stück, es wird hier gar nichts dazu gesagt. Es wird das, also dieser rote Punkt wird sogar erwähnt, als wird Verweis auf Atlantis. Will ich mich jetzt auch, oder will und kann ich mich jetzt auch nicht so äußern. Also dieser rote Punkt wird sogar erwähnt, aber das Stück hier unten wird komplett weggelassen. Man überlagert das mit so einer Zeichnung, wie das wohl auszusehen hätte, so, und zieht das hier quasi runter, also den Rest von Südamerika. Finde ich halt schon ein bisschen, ja, kann man ja mal so, also wenn ich, ja, schon interessant auf jeden Fall. Na gut, was wollte ich erwähnen? Ja, also zu meiner Meinung zu dieser Karte. Es wird halt viel drüber spekuliert, jetzt mal abgesehen davon, ob es hier sich um Atlantis handelt, dieser sehr auffällig rote Punkt, den es heute nicht mehr gibt, diese Landmasse mitten im Pazifik, irgendwo Atlantik. Ja, finde ich ja schon interessant. Weiter wird eben spekuliert, und was hier eigentlich schon passen könnte, also vom Breitengrad oder so, ist halt eben dieses, ob es sich da unten um die Antarktis handelt, das untere Stück. Also wird dort die Antarktis abgebildet. Ich persönlich halte das, um es mir jetzt schon mal vorwegzunehmen, für nicht glaubwürdig. Also ich glaube nicht, dass sich das da unten um die Antarktis handelt. Wie gesagt, in dieser Rekonstruktion hier, in dieser Karten-Dings hier, wird darauf nicht eingegangen, auf das Stück da unten. Also nicht, dass ich es jetzt großartig gelesen hätte. Also kein Thema. Ich denke, dass es sich dabei um den Rest von Südamerika handelt. Also und zwar, wenn das die Antarktis wäre, würde sie zum einen recht hoch liegen. Also sie wäre ja ziemlich weit hochgerutscht. Also wenn das hier der Südamerika hier oben quasi, die Hacke sozusagen ist, nenne ich sie mal jetzt. Wenn man das hier jetzt mal so als Fuß oder sowas betrachtet. Also das würde ja, keine Ahnung, was ist hier, Peru, Uruguay, Argentinien, was weiß ich. Das würde ja hier schon ansetzen und nicht erst unten da im Feuerland und sowas. Also da fehlt ja noch einiges an Land, muss man sozusagen, wenn dann dieser Maßstab beibehalten worden ist. Und das sollte man vielleicht auch mal zusagen, es handelt sich, wie hier eben auch erklärt wird, eben, das ist auch der Beleg oder ein Beleg dafür, dass sich diese Karte aus mehreren Karten zusammensetzt, ist, dass man nachweisen kann, dass die Karte in unterschiedlichen Maßstäben verfasst ist. Nicht große, also es sind keine großen Unterschiede, die dort stattfinden, die es dort hat, aber sie ist offensichtlich in unterschiedlichen Maßstäben gefertigt, was eben auf wahrscheinlich oder was eben zeigt, dass sie sehr wahrscheinlich aus mehreren Karten zusammengesetzt worden ist. So, und zurück zu diesem Stück da unten. Also wenn es eben die Antarktis wäre, die dann zum ersten Mal, und darum geht es ja eigentlich, das ist ja das quasi Spektakuläre daran, dass es die Antarktis wäre, die wäre eisfrei dargestellt. Also ja, das letzte Mal, dass die Antarktis eisfrei ist, ist wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ist schon einige tausend Jahre her. Geschweige denn, also, und wir haben das halt nicht bewusst, geschweige denn konnten wir dort Karten zeichnen zu der Zeitpunkt, jedenfalls nach der offiziellen Lehrmeinung. Ja, ich kann jetzt auch mal sagen, warum ich dazu komme oder warum ich das glaube. Ich glaube, dass er den Kartenverlauf, weil er das eben noch darstellen wollte, das Stück, quasi der Karte einfach nur gefolgt ist. Die Kamelhaut war hier unten zu Ende, und ich denke eben einfach, dass er dem weiter gefolgt ist. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Einfluss oder inwiefern die Projektionsweise da großartigen Einfluss drauf hat. Also ob das jetzt große Auswirkungen hätte für die Seefahrer oder nicht, oder ob das im Prinzip eigentlich egal ist, ob er das so macht oder nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich bin kein Kartograf und kenne mich damit jetzt nicht so genau aus. Ich habe mich nur so reingelesen. So. Ich kann auch mal zeigen jetzt, wie ich das genau meine. Und zwar könnte man ja mal die Karte als erstes auf eine Weltkarte legen. Das habe ich halt hier mal kurz gemacht. Das sieht man hier. Und wie man sieht, es wäre halt schon ein bisschen, das ist dann jetzt, also, falsch, Entschuldigung, so. Und wie man sieht, es wäre halt schon hier ein bisschen, sie setzt ein wenig sehr früh an, quasi in der Mitte. Hier unten wäre die Antarktis, also noch weiter tiefer. Hier ist dieser komische Arm, der da so rein, und dann geht das ja noch ein bisschen runter da und so. Also sie setzt dann doch sehr früh an. Und zum anderen würde sie ja hier dann irgendwann sogar wieder in Afrika stoßen. Also das ist ja schon ein bisschen, also ich weiß nicht, ob Afrika und Südamerika quasi halbwegs verbunden waren mal. Also weil die Karte ja hier definitiv abgerissen ist. Also, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
So, also kann man das Stück hier unten, glaube ich, getrost mal einmal abtrennen. Das, ich kann mal zeigen, wie man das so meint. Also hier einmal durchschneiden und quasi auch hier einmal, damit man diesen, also man, ja, ihr werdet das gleich sehen. Und dann kann man das quasi einfach mal runterklappen. Das habe ich jetzt mal hier gemacht. Zack. Und man sieht schon, dass es ein sehr, also hier ist halt so eine Delle so ungefähr, aber wie gesagt, es ist halt auch jetzt nicht so exakt genau die Karte von vornherein nicht. Und zum anderen finde ich, hat man dort eben sehr wohl recht gute Übereinstimmung. Und zwar hat man eben einmal hier, das ist halt die, jetzt die quasi die aktuelle Karte, die Valdez-Halbinsel, das ist dieser kleine süße Zipfel hier, den man eben auf der Piri Reis-Karte hier sehr wohl auch sieht. Also den, man hat ihn hier auch, diese große Bucht hier neben, die man hier sehen kann, könnte bestimmt das sein. Wahrscheinlich entweder ist ihm einfach komplett ihm aus dem Maßstab gerissen oder da ist es vielleicht ein bisschen mal überflutet worden hinten ein paar hundert Jahre später oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber das hier sieht für mich schon nach der Valdez-Halbinsel aus. Zum anderen gibt es eben ein Stück weiter von der Valdez, von diesem Zipfel entfernt, ebenfalls eine Inselgruppe quasi auf der Karte. Ich kann es vielleicht nochmal an der Originalkarte zeigen, dass ihr das auch seht nochmal. Also hier ist halt quasi die Valdez, meiner Meinung nach auch die Valdez-Halbinsel, und hier hat man auch schon wieder direkt eine Inselgruppe. Und das Ganze findet man eben in der Realität, also in echt quasi auch unten. Man hat eben ein Stück von der Valdez-Halbinsel, hat man die Falklandinseln, die ebenfalls eine Inselgruppe bilden, würde halt passen. Und man hat unten einen sehr auffälligen, man sieht das hier, so dieser Nippel hier quasi, den man hier sieht, diese Beule hier. Das ist schon relativ auffällig, finde ich, auch für das Cap Horn eben. Wobei man da eben sagen muss, es würde ja eigentlich rumgehen, also inwieweit das dann hier, vielleicht hat er das nur so auslaufen lassen, obwohl die Karte ging weiter, oder da fehlt vielleicht sogar noch ein Stück, vielleicht ist da auch noch mehr überflutet heute als früher. Und ich weiß halt auch jetzt nicht, wie da jetzt genau der Kontinentalhang aussieht oder so, also kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Wie gesagt, so genau ist die Karte halt auch nicht, sieht man halt auch schon an der Darstellung hier. Aber ich denke, dass es sich dabei eben nicht um die Antarktis handelt, sondern um den Rest von Südamerika. Also Feuerland, ne? Also Argentinien, Uruguay, Brasilien, Feuerland und was da nicht alles in Südamerika zu finden ist an der Kante da. Und ich denke eben, dass das der, ja, dass es eben halb so spektakulär ist, wie viele glauben. Also die Karte generell macht es kaum oder nicht wesentlich uninteressanter, eben aufgrund der namentlichen Erwähnungen antiker Karten, die der Herr, die der Piri Reis hier macht, und eben auch mit diesem hellrot erleuchteten Stück Land hier, was man schon, also man könnte anhand der Projektionsweise, das weiß man eben alles recht genau, und auch die Maßstäbe sind relativ gut bekannt, oder der wahrscheinlich verwendete Maßstab ist relativ gut bekannt, und also man könnte die Position dieser Landmasse wird eigentlich keine, die Meterzahl oder Kilometerzahl könnte ich jetzt nicht nennen, aber man könnte die finden im Zweifel, also relativ genau, die ist wahrscheinlich ja auch jetzt nicht so klein, da könnte man schon eigentlich das Gebiet ausmachen, wo genau sich diese Landmasse befindet oder befunden haben soll, also wie gesagt, ist schon ganz interessant. Ja, so viel dazu, so viel zu meiner kleinen Exkursion zu den Piri Reis. Vielleicht noch als kleine Anmerkung oder als kleine Anekdote, Piri Reis und seine berühmte Karte haben sogar mal in das Computerspiel Assassin's Creed geschafft. Und zwar ist das hier oder Piri Reis, und hier im Vordergrund liegt die Karte auch gerade. Also hier unten wäre quasi die Antarktis, hier ist dieser Südamerika-Zipfel, dann geht das hier um und hier die vermutete Antarktis. Ja. Also nur mal so als kleine Anmerkung am Rand. Ja, das war es auch schon von der ersten Ausgabe von Meine Sache. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zugucken und vielleicht bis bald. Mal gucken, wann und wie ich zum nächsten Mal dazu komme. Bis dann.